Kaltfall von 1993, Mörder von Frauen, die nach 29 Jahren dank des Handtuches des Hotdogs zur Ausscheidung verurteilt wurden. Ein mysteriöser Mord an einer Prostituierten von 1993 wurde gelöst, die Ermittler konnten den Mörder von Jeannie Childs dank der Spuren der gefundenen DNA übertragen. Jerry Westrum wurde ein Handtuch, das er 2019 ein Hockeyspiel warf. Ein Viertel des Opfer, Jeannie Childs, wurde 1993 bestial getötet. Die Eroberung von YouTube Screen, CBS News. Der Mörder, Vater der Familie Jerry Westrum, wurde erst 2019, 26 Jahre nach dem Verbrechen, gefangen genommen. Die Screenshot YouTube, CBS News, Westrums Frau, begleitete es, um Familiengeld für seine Verteidigung zu verhandeln und zu nutzen. YouTube Screenshot, CBS News. Aus diesem Grund wurde er in Minneapolis mit mehr als 60 Messerstichen brutal ermordet. Die Polizei fand Spuren des Angreifers, aber die Untersuchung steckte fest. Sie nahmen bis 2015 wieder auf, und 3 Jahre später kamen die Ermittler dank eines Handtuchs zur DNA des Verdächtigen. Die Leiche von Jeannie Jeannie Childs zeigte 65 Stichwunden, als sie im Juni 1993 in ihrer Wohnung in Minneapolis tot aufgefunden wurde, von denen viele sie erst nach ihrem Tod unterrichteten. Das Blut von 35-jährigen Prostituierten wurde nicht nur auf dem Bett gefunden, sondern auch in ihrem Badezimmer. Der Mörder, der die Ermittler schloss, musste die Frau durch ihre Wohnung verfolgen und kämpfte verzweifelt für die Art und Weise, wie die Verletzungen in ihren Händen waren. Die Polizei fand Blutspuren auf einem Handtuch und in einem Fußabdruck, der von einer anderen Person stammte, aber die Ermittlungen wurden aufgrund mangelnder Hinweise blockiert und schließlich ohne Erfolg festgelegt. Erst 2015, als die Evakuierung und Bewertung von Kriminologen große Fortschritte erzielte, war der Fall der Fall. Es würde jedoch 3 Jahre dauern, bis die Ermittler Jerry Westrum ernannt werden, dank der Daten, die auf einer genealogischen Website, einem verheirateten Vater von 3 Kindern, gespeichert wurden. Zum Zeitpunkt des Verbrechens hatte er sehr nahe an der Kinderwohnung gelebt und war aufgrund von Prostitutionsstraftaten mehrmals zu Hause geworden. Westrums Frau hat Familienvermögen für Anwälte konsumiert. Die Polizei begann, westliche Strom zu beschatten. Schließlich verfolgten die Beamten es für ein Eishockeyspiel, bei dem Westrum einen Hotdog genehmigte. Dann wischte er seinen Mund mit einem Handtuch ab und